Also hinten kommt auf jeden Fall Material raus. Das ist schon mal gut, wenn es hinten rauskommt. Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier dreschen wir heute Körnerhanf. Nachdem ich hier fertig bin, brauche ich mich nicht mal mehr, glaube ich, im Flughafen nähern. Da kommen schon die Hunde rausgelaufen. Es riecht extrem doll nach Hanf. Habe ja letztes Mal hier den Streifen mal Probe gedroschen. Das ist also schon krass, wie doll das riecht. Ich habe mich ein bisschen mit New Holland kurz geschlossen gehabt, vor ein paar Wochen, Tagen. Genau. Ich glaube, Wind müssen wir gleich noch mehr geben. Siebe waren auch weiter auf, glaube ich. Soweit ich das noch weiß. Rotor, glaube ich, 1200. Also er hat gesagt, das Zeug soll möglichst schnell raus. Korb schön eng. Alles ganz dicht eng fahren, damit sich auch nichts zu Häufchen bildet, nichts wickelt, gar nichts. Und Korb auf 10 mm. Das ist total verrückt. Aber das stelle ich erstmal so ein und dann probieren wir uns mal. Also er hat gesagt, alles ganz, ganz eng fahren. Das Material soll möglichst nirgendwo sich verhaken, nirgendwo klängen und dann kommt es direkt wieder raus. So in der Hoffnung, wir haben ja letztens schon eine Bahn gedroschen, die war eigentlich okay, war ein bisschen wollig, was da hinten rauskam. Aber naja, genau, mit Wind müssen wir gleich mal gucken. Hanfkörner sind relativ groß, viel größer als Raps, ich würde sagen doppelt so groß. Aber dafür genauso schwer eventuell. Also ich habe jetzt kein 1000 Korngewicht da. Du hast gesagt 10 mm Raps. Da habe ich nämlich noch gesagt, fast so eng. So, ich fahre jetzt hier mal langsam los und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, ich traue mich auch gar nicht hier wirklich schnell zu fahren. Also hinten kommt auf jeden Fall Material raus. Das ist schon mal gut, wenn es hinten rauskommt. Aktuell sagt er 1,5 Tonnen auf dem Hektar. Da ist auch schon was drin. Also da kommt auch schon ein bisschen was zusammen. 1,5, alles oberhalb von einer Tonne könnten wir eigentlich mit leben. Na gut, wir haben noch Trocknungskosten, die dürfen wir nicht vergessen. Und, stimmt, exorbitante Anbaukosten vom Saatgut. Also das waren, glaube ich, knapp 300 Euro auf dem Hektar. 20 Kubik Gerres haben wir hier gefahren, kein Pflanzenschutz. Und ja, hier werden wir in diesen Stoppeln, werden wir dann Weizen in Direktsaat drillen, sodass wir hier nichts verbuddeln, nichts vergraben. Nächste Woche ist es soweit, Matze mit seiner Nova kommt. Hier komplett die ganzen Felder wird er da machen. Ja, und ich mag gar nicht schneller fahren. Aber es sieht schon mal gut aus, was da kommt. Auch schön sauber. Wir gucken mal auf Verluste. Verluste sehen gut aus. Ja. Muss ja, mit der Höhe muss man wirklich die ganze Zeit ein bisschen spielen, weil es sehr, sehr unterschiedlich, wie hoch der ist. Ich will ja eigentlich nur die Köpfe ernten. Aber da muss es natürlich dementsprechend vernünftig reinlaufen. Und das ist ja so ein bisschen die Problematik, die wir hier sehen, wenn wir ein bisschen das Schneidwerk kippen. Jetzt wickelt sich noch nichts um die Haspel. Sind eigentlich kleine, schöne Strunken, das glaube ich noch okay. Nice. Seht ihr das? Eben war es so klein, dass es kaum reingerutscht ist. Und mit einmal ist es ein bisschen höher. Wir fahren jetzt aktuell 3 km/h. Ja, muss reichen. Muss echt reichen. Ich habe den Tisch auf ganz eng gefahren. Können wir wieder in der Automatik fahren. Sieht auf jeden Fall sauber aus. Wenn wir unten sind, halten wir gleich nochmal an. So, je mehr Material er natürlich da kommt, desto mehr muss er verarbeiten, der Drescher. Und desto eher stelle ich mir auch vor, dass es zu Wicklung kommen kann. Deswegen fahren wir lieber ein bisschen langsamer. Also bevor wir hier 2 Stunden mit der Motorsäge den Rotor freischneiden müssen.
Aber es geht, aber krass, wie doll das riecht. Also das den ganzen Tag haben wollte ich auch nicht. Ich habe jetzt auch gar keinen Probekoffer von der Feuchtigkeit drin. Das messen wir, wenn wir bei Matze sind. Wir gucken mal, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Filmen, hoffentlich bei Matze. So, dass ich euch das mal zeigen kann, wie es angenommen wird. Also seht ihr, guck mal, hier ist das zum Beispiel schon wieder mega lang, das Material. Und je länger das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das natürlich um den Rotor wickelt. Und dann, wenn ihr das hier riechen könntet, das ist schon krass. So, ich zeige euch das mal kurz, wie das Material aussieht. So sieht das aus, ein paar grüne Körner sind noch drin. Das ist nun mal so. Der reift ja nicht komplett durch, man muss dann irgendwann gucken, also ein Teil ist dann schon abgereift und fällt aus und ein Teil ist noch nicht reif. Aber so an sich sieht er schon gut und reif aus. Akku von der GoPro ist gleich alle. Ich würde das jetzt erstmal dreschen, hoffentlich ohne Vorkommnisse. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es auf dem Hänger liegt. Und dann gucken wir uns das nochmal vielleicht von außen an, wie die Stoppeln jetzt aussehen. Wenn nicht, müssen wir hier nochmal am Anschluss herkommen. Ihr müsst auch verstehen, ich habe aktuell nicht so viel Zeit jetzt zum Filmen. In diesen Vlogs mit den Sonderkulturen. Es ist so, sobald ich das hier abgedroschen habe, muss ich mich direkt in den Trecker setzen und das wegbringen. Und ich fahre 2 Stunden. Und gestern war ich so 6:30 da. Und der muss es ja entsprechend noch annehmen. Und zumindest Wind sichten und die Lüftung einschalten, damit das nicht heiß wird. Ne? Das ist ja schon ein bisschen nasser hier, das Material. Auf jeden Fall ist er gut am Murren hier. Wenn immer so ein Grüßhäufchen kommt. Also für sowas stelle ich mir auch McDonald's perfekt vor, weil da hast du halt nicht dieses kleine Material, was sich irgendwie drauf aufstaut, sondern es wird direkt weggefördert. Ne? So, wir haben 2,2 Tonnen auf dem Hektar, das wäre schon mega gut. Also die Tonne wird aktuell zwischen 1200 und 1500 Tonnen gehandelt. Wenn man natürlich eine entsprechende Vermarktung hat. Das hört sich jetzt für alle total interessant an. Aber das ist ja geil. Aber der Markt ist halt nicht krass riesig. Ne? Wenn man jemanden hat, der einen das abnimmt, dann ist das geil, glaube ich. Dann ist die gut wirtschaftlich, die Kultur. Aber einfach anbauen und man weiß hinterher nicht wohin, ist halt Todesstrafe. So, ne? Was machst du damit? Und du musst es natürlich trocknen können. Seht ihr ja selber, was das für ein Aufwand ist. Aber ich denke mal, das zum nächsten Jahr haben wir auch eine vernünftige Lösung mit dem Trocknen. Erste Jahr ist immer Testjahr und dann geht es immer richtig voran. So. Gut, bis später. So, wir sind angekommen. Jetzt haben wir 18 Uhr. Ich kippe das jetzt hier ab. Er sagt, er will das lieber erstmal einmal in der Halle einmal breit machen, damit das ausdunstet und morgen in die Trocknung nehmen. Das hat 18%. Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn es hier auf dem Haufen liegt. Ah, ist schon besser. Und dann will er das ganz flach auseinanderziehen. Die Halle ist ja hier gefegt. Das ist ja wunderbar. Und durch die Reinigung läuft das so oder so nochmal. Bei ihm, bei mir. Von daher funktioniert das schon. Ne? Ich kipp das jetzt mal ab und dann zeige ich euch mal, wie der Haufen aussieht. So. Gespannt bleibt ja hier. Weil ich ja in der Hoffnung bin, alles wieder mitzunehmen auf einem Hänger. Oh, das sieht aber eng aus. Oh, Donnerwetter, das sieht aber eng aus. Das werde ich wohl nicht hinkriegen. Das ist zu voluminös. Das sind jetzt 10 Tonnen. Gestern waren es 9 Tonnen, das sind jetzt 10 Tonnen. So sieht das aus. Man sieht jetzt nicht schlecht aus, ne? Aber es hat halt feuchte Körner und so ein bisschen grüne Blattanteile drin. Ne? Das macht es natürlich schwierig. Ich leuchte euch das mal an, damit ihr ein bisschen besser seht. Ich meine, ich habe es ja auch ein bisschen schön sauber gedroschen gekriegt hier eigentlich. So sieht es aus. Ne, also es sieht nicht schlecht aus. Ich habe das eigentlich nachher schön sauber hingekriegt. Und auch das Dreschen hat nachher gut geklappt, ohne Vorkommnisse. Kein Stopfer, kein Geiß gab. Hier am Anfang, hier ist natürlich so ein bisschen von diesem Blattmasse. Ich habe da ein bisschen mehr ausprobiert beim Dreschen, wie ich das einstelle, aber es tatsächlich ist so Siebe alles möglichst weit zufahren,
ein bisschen Verluste in Kauf nehmen, weil sonst kommen diese Stiele. Das war hier eine Partie, dann kommen halt Stiele rein, kommen Blätter rein, dann wird es noch feuchter. Da muss man sich echt ein bisschen durchfuchsen. Und wie gesagt, das war nachher so ziemlich der Rest. Das habe ich schon gut sauber gedroschen. Und der New Holland hat das wirklich ohne Probleme gemacht, muss man echt sagen. Bisschen problematisch ist es halt so, wenn man verschiedene Zonen gehabt hat, die unterschiedlich hochgewachsen waren. Also lange Pflanzen, kurze Pflanzen, alles auf einem Stück. Bei sowas ist natürlich ein Bandschneidwerk besser. Wollte ich euch da zeigen, also wie das denn, das ist der Windsichter, da kommt nachher doch ein bisschen der Dreck raus. Wollte ich euch einmal zeigen, wie das Ganze hier aussieht, wie es nachher getrocknet wird. Also hier kommt es rein, da in die Gosse, dann wird das da weggefördert, da über die Rohre hoch. Moment, da gehen wir jetzt mal hin. Also hier wird es hoch gefördert, dann da oben geht es dann rüber. Rechte Seite geht es runter, dann glaube ich zum Elevator und irgendwie da irgendwo ist der Windsichter dazwischen und dann geht er da noch mal raus und dann geht es da in die Trocknung und von da wird es getrocknet und am Ende kommt es von der Trocknung da oben im Rohr wieder raus. Das macht er morgen, wir haben jetzt in der Halle verteilt, da oben aus dem Rohr kommt es raus und ja, dann holen wir das die Tage wieder ab und wir sehen uns morgen früh und ich zeige euch noch mal auf dem Acker, wie steht der Raps und wie sieht das Hanffeld jetzt aus. Zeige ich euch danach noch mal. Bis morgen früh. So, wieder der nächste Tag. Noch ist hier strahlender Sonnenschein. Wo ist sie denn? Da oben. Strahlender Sonnenschein. Wir haben ja heute Mittwoch. Mats ist fleißig am Trocknen und sagt, hat wunderbar geklappt. Hat mich heute Morgen angerufen, hat gesagt, war mega. Das wird in der Halle gekippt haben. Heute Morgen war es richtig schön kalt und ist richtig schön durch die Anlage gegangen, trotz das ganze Grünzeug da drin. So sieht es jetzt nach der Färberdistel aus. Ich meine, wenn die jetzt sauber wäre, hinterlässt sie ja kaum was. Ne? Also hier die paar kleinen Strunken, die sind Möbel und das bisschen Stroh, was hier drauf liegt. Ist ja nix, ne? Das ist ja nix. Winterhart ist sie nicht, also hier würde der Ausfall uns keine Probleme machen. Haben wir in der Regel ja auch nicht, der friert ja auch weg. So sieht das hier aus. Schon ein bisschen höher von den Stoppeln. So, die sind jetzt natürlich richtig zäh und ich habe ja euch gesagt, Hannes probiert mal wieder seine Eigenart aus, wie er das hier alles macht. Also wir werden jetzt hier nicht mit der Messerwalze, nicht mit der Scheibenecke, grubber irgendwas vorangehen. So, wir machen hier drauf einfach direkt Saat. So sieht das jetzt aus hier, der Hanf. Das ist das, was aus dem Häcksler rauskam. Schon wie so Wolle. Ne? Das hängt hier oben auch so ein bisschen zwischen. Und ja, wir haben jetzt hier an der Oberfläche natürlich jetzt ein paar Hanfkörner, die der Drescher jetzt halt verlusttechnisch fallen lassen hat. Und wir haben natürlich auch Schneidwerksverluste. Die fallen relativ schnell aus. Und wenn wir mit der Haspel arbeiten müssen und müssen ein bisschen im Vorgreifen, dann fällt das natürlich da so ein bisschen gegen. Und fällt natürlich auch aus. Und dann haben wir hier das auch zu liegen. Was natürlich spannend wird, wie die Novak sich mit dieser Wolle machen wird. Ne? Also, das ist natürlich spannend, was die damit macht. Ob die da einfach durchschneidet, ob die das irgendwie aufschiebt. Sind ja erstmal 5 Hektar zur Probe. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, wir haben hier noch ein paar Strunken. So sah es hier im Prinzip aus. Aber das hier ist ungefähr das große Stand der Hanf. Und wenn ihr jetzt hier so guckt, seht ihr da drinnen schon die Körner? Ich hoffe, man sieht es hier vorne überall. Da. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel das in die Hand nimmt und klopft. Oh! So, ich habe jetzt hier mal geklopft. Da sind direkt die Körner da und die fallen dann auch aus. Ne? Und je reifer der wird und desto trockener das wird, desto mehr fällt das alles aus. Und da muss man natürlich den Kompromiss finden. Hier, die ist ja schon richtig abgestorben. Da muss man natürlich den Kompromiss finden zwischen Reife und noch grüne Körner. Also wie gesagt, wir haben jetzt gestern 18% gehabt. Und jetzt riecht das aber auch wieder intensiv. Einmal angefasst, das Zeug. Dann würden gleich die Drogenhunde wieder losbellen.
Ich glaube, die würden aber nicht drauf reagieren. Ich glaube, die sind ja auf THC gezüchtet und nicht auf den Geruch von Hanf. So. Also, das ist der Plan. Da war der, Moment. Da war der tatsächlich richtig hoch. 3 Meter. Da schneiden wir euch mal ein bisschen was aus dem, aus Twitch. Also ich habe die komplette Hanfernte hier live gestreamt. Und da schneiden wir ein bisschen was rein. Also ihr seht, das lichtet sich. Hier werden wir jetzt die nächste Woche Weizen drillen. Da haben wir nur noch da hinten. Und da muss ich mir noch Gedanken machen, da steht noch Hirse. Ein Teil ist so hoch. Das ist auch zu wenig fast, um das abzuhäckseln. Das ist der Häcksler einfach zu teuer. Ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt einfach das mit wegmulch. Und weil da ist auch nichts zustande gekommen, keine Körner. Gucke ich mir noch an. Bis nächste Woche habe ich noch Zeit. Und dann sehen wir weiter. Wir fahren jetzt, ich wollte euch noch sagen, also wir haben gestern genau 10 Tonnen, 10 Tonnen bekommen vom Hanf und 9 Tonnen waren es ja hier. Also wir wissen ja nachher, wenn es getrocknet ist und verwogen ist, kann ich euch die ganz genauen Mengen sagen. Ertraglich war es jetzt keine Weltklasse, aber zum Anfang reicht es ja immer, ne? Zum Anfang reicht das immer, um zu schätzen, was hat die Kultur für ein Potenzial. Und ich sag mal so, da an der Senke, wo das Wasser war, ging ein Ertrag bis 4,5 Tonnen beim Hanf hoch. Das ist schon was. Das ist schon was. Wir fahren jetzt zum Raps, Gelbschalen aufstellen. Und da muss ich Anton abholen. Soweit der Plan erstmal. Los geht's. So Leute, Gelbschalen sind aufgestellt. Da. Und eine direkt da am Weg. Warum da? Da stand Raps letztes Jahr. Und wenn ein Druck kommt, also beziehungsweise eine Schadschwelle, dann wird sie da auf Garantie als erstes erreicht. Dann hüpfen die kleinen Kerle über die Straße rüber. Und ja, da ist ein bisschen mittiger im Feld. Da ganz oben, da war ewig kein Raps mehr. Man muss das immer so ein bisschen gucken. Am besten auch vielleicht mal eine auf einer Fläche, wo Raps war. Um einfach zu gucken, wann entsteht ein Druck. Was ich euch aber hier zeigen will, das ist so ein bisschen gelb, ne? Wie ihr hier seht. Das ist im Prinzip von dem Bodenherbizid. Wenn die Pflanzen ein bisschen Wirkstoff abbekommen, dann müssen sie das erst so ein bisschen wegwachsen, ne? Also die dann so ein bisschen tiefer liegen, so wie die entwickeln sich dann prächtig. Aber die hier zum Beispiel, die sind dann wahrscheinlich ein bisschen zu flach oder kam ein bisschen mehr Regen, dass der Wirkstoff ein bisschen nach unten gewaschen ist. Und dann müssen die das erst so ein bisschen loswerden. Hat man meistens so ein bisschen da, wo die Spritze an- oder ausschaltet, wo man so ein bisschen verzögert oder Gas gibt, wo die Konzentrationen nicht perfekt passen. Hauptsächlich, wie gesagt, so ein bisschen am Vorgewinde. Je weiter man jetzt in der Fläche kommt, desto weniger wird das eigentlich. Ne, aber wie ihr seht, der Bestand ist da. Ich hoffe, ihr seht den auch, weil der ist ziemlich klein. So sieht das ja jetzt aus. Hier ist auch noch so ein bisschen Vorgewende überlappt. Hier haben wir noch ein bisschen rumexperimentiert. So. Aber ihr seht einige, ne? Die waren natürlich super früh und schnell raus. Und einige brauchen so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Problematik, wenn man mit Bodenherbiziden fährt. Gerade beim Raps, die sind schon relativ hart. Ohne wären die alle schon ungefähr so groß. Ne, so wie die hier, dann macht dem überhaupt nichts aus. Aber wenn die natürlich so ein bisschen was vom Wirkstoff abkriegen, dann steht der erstmal eine Woche, sagt man. Ne, wenn die das Wirkstoff aufnehmen, dann verdauen die den und dann geht's los. Das haben wir mit anderen nicht, aber dafür haben wir zum Beispiel hier die Schiefmütterchen, ne, die wir jetzt hier haben, die gehen jetzt ein. Das Ausfallgetreide,
hat einen mitbekommen. Und auch alle anderen Getreide, die kriegen jetzt auch einen weg. Zumindest ist das Getreide, ist es ja nicht so, dass es bekämpft ist, aber es ist mal schon im Wachstum gehemmt. Und das ist eigentlich eine ganz angenehme Strategie. Weil jetzt können wir zum Beispiel warten, bis wir die erste Welle vom Erdfloh bekommen. Und dann nehmen wir ein Gräserherbizid mit rein und können dann sozusagen einmal die Gräserwelle mit wegnehmen. Dann haben wir natürlich auch schon, sag ich mal, die Welle abgewartet, die wir jetzt nochmal ausgelöst haben mit der Aussaat. Ne? Also mit der Aussaat bewegen wir hier den Boden, gerade hier in diesem Bereich. Und dann führen wir natürlich neues Ausfallgetreide zum Keim. So wie hier, ne? Das ist ja relativ frisch. Ne? Und das bringen wir zum Keim. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Vorauflaufbehandlung gemacht hätten, also klassisch Totalherbizid-Vorauflauf, dann hätten wir ja nur eine Welle weggenommen. Also nur das, was da stand. Und dann hätten wir jetzt wieder auf neuen Ausfall warten müssen und hätten wieder eine neue Welle bekommen und hätten das auch wieder weggenommen. Und deswegen gibt es halt hier die Möglichkeit, mit einem Vorauflaufherbizid zu fahren, ein Bodenherbizid. Das sind Wirkstoffe, die gehen dann in den Boden und die hemmen im Prinzip die Keimung von bestimmten Kräutern, also gegen das das Mittel wirkt. Und zum Beispiel hier haben wir auch einen Gräserwirkstoff drin, der dann auch gegen Quecke, Windhalm oder Ackerfuchsschwanz helfen würde. Gerade die Problemkräuter. Man muss aber sagen, Gräser ist nicht so das krasse Problem in der Rapsfruchtfolge oder beziehungsweise im Raps an sich, weil es ja einkeimblättrig und zweikeimblättrig ist. Ne? Also es ist das, was sich sehr stark unterscheidet. Also einkeimblättrig und zweikeimblättrig ist schon einfach mit einem Herbizid rauszubekommen. Das heißt, ein Gras oder ein Getreide aus dem Raps super einfach oder ein Raps aus dem Getreide auch sehr, sehr einfach. Aber zum Beispiel ein Ungras aus dem Getreide rauszubekommen, sind beides einkeimblättrig. Das ist nachher schon schwieriger und das kostet ja auch richtig Geld. Deswegen ist es auch sowas wie, wenn man so bestimmte Problemgräser hat, wie Quecken oder Windhalm, kriegt man das mit solchen Fruchtfolgen, wo man das gut behandeln kann, immer schön weg und kriegt man schön sauber und dann hat man nachher im Getreide gar kein Problem. So wie dazu, weil wir haben zum Beispiel hier kein Gräserherbizid im Getreide eingesetzt und er war trotzdem alles wunderbar gut sauber. Also ihr seht, Pflanzen sind jetzt überall da. Manchmal ein bisschen weniger groß, ein bisschen größer. Also alles hat ein Für und Wider in dem Pflanzenschutz. Man muss natürlich gucken, was natürlich passt. Wenn wir jetzt angenommen, wir hätten das herkömmliche Verfahren gehabt, wo wir sehr, sehr viel Stroh an der Oberfläche haben, dann hätte ich mich doch wieder für eine Nachauflaufbehandlung entschieden. Weil gerade wenn man sowas hier hat, sowas, an diesen Punkten wird das Bodenherbizid nicht gut wirken. Weil es auf organischem Material trifft, hier so drauf, und dort wird es abgebaut und verarbeitet, weil da der Boden sich lebt, ne? Hier so komplett. Ja, aber da wir ja hier sehr, sehr viel freien Boden haben, kann man das machen und das funktioniert dann auch. So muss man halt im Prinzip seine Anbaustrategie je nach Jahr auch ein bisschen überdenken und nicht immer nur Schema X machen und sich auch mal eine Platte machen und dann funktioniert das alles. Ansonsten bin ich jetzt hier ein bisschen rüber getingelt. Ich habe jetzt noch nicht ein Erdflohloch gesehen, was schon mal sehr, sehr gut ist, weil gerade die frühe Phase, gerade die jetzige so bis in 10 Tagen ist die wichtigste beim Raps, beim Erdfloh. Und wenn wir das überstanden haben, dann wächst der Raps wie Unkraut und dann kommt der Erdfloh eigentlich nicht mehr gegen an. Aber das ärgert mich schon. Also die sind schon ein bisschen mehr betroffen hier, die Kleinen. Kann natürlich auch ein bisschen am Regen liegen, dass der Wirkstoff ein bisschen weiter im Boden kommt. Und hier ist auch ein bisschen Schneckenfraß dran, wie es aussieht. Schnecke? Nee, könnte nicht Schnecke, es könnte auch Vogel sein. Obwohl, das ist wieder Schnecke, so wie es aussieht. Hier bin ich so ein bisschen über Kreuz gefahren, weil wegen dem Mast habe ich das noch ein bisschen weggemacht. Aber ansonsten ist wichtig, dass überall Bestand da ist, überall sind Pflanzen da. Und wenn wir jetzt auf diese Pflanzen Acht geben, dann haben wir eigentlich schon mal einen guten Start. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig und das ist auch das Wichtigste. Die Gelbschale ist im Prinzip dafür da. Gelb lockt natürlich so ziemlich alle Insekten an, die auf Raps stehen und die im Raps einen Schaden machen. Die landen da drinnen und wir können im Prinzip täglich alle 2-3 Tage gucken, wie viel sind da gelandet. Ich glaube, ich muss gleich nochmal gucken, Erdfloh müsste 20 Käfer in 3 Tagen sein.
Ich muss gleich noch mal reingucken. Ich guck, muss auch ehrlich sagen, es gibt so viele Schadschwellen bei den Insekten. Ich muss da jedes Jahr immer noch mal wieder gucken. Schadet aber auch nicht. Und dann guckt man im Prinzip nach, zählt die Käfer aus und irgendwann weiß man, alles klar, man hat eine Schadschwelle erreicht. Gilt für die Gelbschale, gilt aber auch auf dem Raps. Das heißt, wenn ich über den Raps gehe und sehe jede Pflanze mit einem Schaden, dann gibt es auch da eine Schadschwelle, die zum Beispiel sagt, an jeder Pflanze x Gefräßspuren, nee, wie heißt das? X Fraßstellen oder sowas, ne? Zum Beispiel. Oder so und so viel Käfer pro Pflanze. Also wenn zum Beispiel, wie heißt der? Rapsglanzkäfer, also das, der immer auf die gelben T-Shirts fliegt. Wenn man da zum Beispiel die Pflanze anguckt, die Rapspflanze, und man hat zum Beispiel, ich glaube, da sind es 50 Käfer in einer Knospe. Wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht auf die Schadschwellen fest, die werden wahrscheinlich falsch sein. Und das kann man halt im Prinzip alles nachgucken, überprüfen und dann weiß man, wann man eine Behandlung fahren kann und wann nicht. So, das gibt es also auf jeden Fall zum Erdflug zu sagen. Raps sieht erstmal solide aus. Verfolgen wir jetzt weiter. Dann kommt ja auch noch der Moment, wo er ans Gärresband kommt. Und ab dem geht es dann nur noch voran. Wir sollen heute. Schaffen wir. Wir sollen heute ganz viel Regen bekommen. Ab heute geht's los. Genau. Mensch, ich habe da ausgemacht. Ab heute geht's los. Wir haben heute Mittwoch. Ab heute Abend kommt der Regen. Alter. Und dann soll es bis Donnerstag losgehen. Und dann soll es bis Sonntag gehen. Und dann sollen wir wohl 50 mm kriegen und einige Zonen wohl wieder 150, je nachdem. Momentan, der Boden ist jetzt gesetzt, der ist jetzt nicht mehr locker. Die Pflanzen werden uns wahrscheinlich nicht mehr wegspülen, weil auch die Fläche an sich mega eben ist. Die Zwischenfrucht ist in Direktsaat, die spült nicht weg. Und ja, nach Raps grubbern wir ja auch nicht, sondern haben ja auch die Direktsaat, die nächste Woche startet. Das heißt, der Boden wird auch nicht wegfließen. Also der bleibt dann auch da, wo er ist. Ich fahre jetzt am Freitag zum Mähler. Brauche ich euch jetzt nicht mehr sagen, was da stattfindet. Das ist, wenn denn, wir haben ein Fantreffen veranstaltet. Das ist, wenn es eh zu spät. Und weiß ich nicht, ob ich morgen noch vlog oder ob es hier jetzt vorbei ist. Also wir haben mega viel zu tun mit dem Öl. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Bestellungen. Wir kommen kaum nach mit dem Pressen. Dankeschön dafür, Dankeschön. Und morgen hängen wir noch die Schlitze an beim Güllefass. Da wollen wir nächste Woche fahren, wir dann in den Zwischenfruchtbestand Gerasse. Genau, und dann wollen wir direkt vor der Maisernte wollen wir Gras häckseln, umbauen, Mais häckseln, das aufs Gras rauf zu silieren, weil wir nicht so viel Platz auf der Platte haben. Das ist erstmal der Plan. Und weil da werden fragen viele nach. Da haben wir das abgearbeitet. Genau. So viel erstmal dazu. Und wenn mir noch was einfällt, dann schneiden wir das noch rein. Alles klar, bis später erstmal oder bis zur nächsten Folge. So, Donnerstag früh, wir haben ganz bisschen Regen gekriegt. Sonnenblumen, hier fehlen schon wieder 20 Köpfe von den Leuten, die es abschneiden. Die hängst du dann immer im Garten, damit man die Vögel füttert. Wir sind halt noch weit weg von der Ernte, ne? Also viele fragen jetzt, weil in Deutschland wird jetzt schon Sonnenblume gedroschen. Viele, hey, Johannes, wann legst du denn los? Also, seht ihr selber. Und wichtig ist hier, das muss abgereift sein. Ne? Also ab hier kann es noch grün sein, aber hier oben dieser Kopf muss trocken sein und muss richtig durchtrocknen. Bomben Sonnenblumen. Steht uns eine gute Ernte bevor, hoffentlich dann auch trocken. So, hier die Zwischenfrucht, weil da geht es jetzt richtig voran. Die sieht auch weiter oben nachher besser aus, wo der ideal besser eingestellt war. Da waren natürlich nicht so viele Ausfallgäste. Ohne Gärreste bis jetzt, da werden wir es nächste Woche beimachen, fahren wir hier was im Bestand rein. Und sieht eigentlich gut aus. Ist ja Direktsaat. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen streifig, ne? Aber das hört da hinten fast ganz auf ab der Hälfte. Ich will da bloß nicht durchlatschen, weil es alles nass ist. Was wir aber auf jeden Fall gut sehen, ist hier Phacelia, wir haben Leindotter, wir haben Rettich, wir haben Ölrettich, also den Tiefwurzelrettich, wir haben Ölrettich, wir haben da die Hirse, wir haben da den Perserklee, wir haben die Färberdistel, wir haben, ne? Hier ist die Färberdistel, Phacelia, glaube ich, habe ich schon gesagt. Was haben wir noch?
Wir hatten eigentlich noch Öllein drin, den habe ich ja auch. Da ist der Öllein. Den haben wir schon gesehen. Und ansonsten haben wir hier vorne noch nicht, aber hier vorne schon mal. Hier ist noch eine Erbse. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das ist nicht so krass im Vorgewinn, ne? Bisschen wie so ein Storch hier durchgehen. Hier ist die Lupine. Ne, wie schön das jetzt alles blüht. Das sieht doch mega aus, ne? Wir haben Anfang September. Bombe. Bin zufrieden, wenn das noch einheitlich wäre, ne? Aber gut, da können wir jetzt erstmal nicht dran ändern. Da die Erbse sieht auch super geil aus hier, ne? Wie schön die jetzt zuwächst. Sieht hervorragend aus. Was man natürlich überdenken kann, der Ölrettich hat ziemlich schnell Samen gebildet. Ob wir das so wollen oder ob man den auch rauslässt. Aus diesem Grund habe ich den Buchweizen auch rausgelassen aus der frühen Zwischenfrucht, weil ich nicht will, dass der aussamt. Ölrettich vielleicht ein bisschen zu zeitig. Also vielleicht lasse ich den im nächsten Jahr draußen. Viele fragen dann immer, was ist das für eine Mischung? Das ist meine eigene Mischung, die mische ich selber zusammen. Kaufe mir die Komponenten einzeln. Und ja, viele fragen dann, ob man die kaufen kann. Also bis dato eigentlich nicht. Ich biete die eigentlich nicht zum Kauf an. So, hier haben wir noch eine Wicke. Ne, ihr seht, aber das sieht wunderbar hervorragend aus. So, und ab da sieht es nachher Bombe aus. Muss man auch sagen nachher. Hier ist ja noch Vorgewinde. Die andere sieht auch ganz gut aus. Die gucken uns die Tage an. Wie schön das blüht. Ich war hier letztens in der Insta-Story, also nicht in der Insta-Story, ich war hier letztens nachmittags, schien die Sonne und habe dann eine Insta-Story gemacht. Und Alter, hier waren so krass viele Bienen. Das war echt verrückt, wie viele Insekten hier sind. Also die nehmen das sehr, sehr gerne an. So, wir müssen jetzt, ich muss jetzt einmal kurz Video schneiden, damit heute euer Donnerstags-Vlog kommt, also der taggleiche. Heute haben wir den Sonntags-Vlog. Der taggleiche und dann sehen wir uns in der Firma wieder. Müssen wir noch ein bisschen Öl abfüllen. Ja, bis gleich. So, nochmal, ich habe gerade Anti-Flimmern angestellt. Ich war gerade für euch die T-Shirts holen. Wollte euch das mal zeigen. Wir fahren hier zu einer Druckerei, die haben wir hier im Ort, hier Support Local und so, ne? Wie die aussehen. Das ist übrigens echter Druck aufs T-Shirt. Das ist kein Transferdruck, sondern das ist richtig direkt aufs T-Shirt drauf gedruckt. Das ist das mit den Ähren. So sieht das Ganze mit dem Stoppelsturz aus. Und hier ist eine Frage der Ehre. Also es ist richtig, fühlt sich auch super fein an, weil es halt direkt drauf gedruckt ist. Ne? Es ist halt nichts Plattiges oder so, ist direkt auf dem Stoff. Hält dadurch auch länger. Beziehungsweise guter Transferdruck hält auch lange. Also jetzt nichts hier schlecht machen zu wollen. Aber das Problem ist auch zum Beispiel hier, so hat uns das die Druckerei gesagt, diese feinen Grannen, die könnte man zum Beispiel im Transferdruck nicht wirklich gut machen, weil die dann abbröseln würden. Und dadurch, dass die direkt aufs T-Shirt gedruckt wurden, funktioniert das halt richtig super. Dann wollte ich euch noch zeigen, wie die Tassen aussehen. So sind die Tassen. Sind auch spülmaschinenfest, das wird richtig raufgebrannt. Zack, mal ein bisschen aufpassen hier, weil ich filme. Wir haben hier ein paar Aufträge zu liegen. Und genau, das wären die Ähren. Genau. Dann haben wir ganz witzigerweise, haben wir uns gedacht, das ist eine witzige Idee. Wir haben Duftbäume. Wir haben unser Güllefass als Duftbaum, riecht aber nach Zitrone. Wir haben nach etwas Markanten gesucht, irgendwas Erdiges oder so. War nicht richtig zu finden und man kann nicht alle Düfte verwenden, weil ansonsten dieser Print, beziehungsweise das Duftöl ist sonst bräunlich und dann würde dieser Print dreckig aussehen. Und deswegen haben wir uns da erstmal dagegen entschieden und der riecht jetzt erstmal nach Zitrone. Wir suchen jetzt aber weiter, das ist aber eine limitierte Auflage. Wir haben jetzt 500 Stück davon bestellt. Das dauert auch ziemlich lange, bis man die bekommt. Ich glaube jetzt 8 Wochen haben wir gewartet, 6 oder 8 Wochen. Wir haben es gestern auf Insta gepostet, die sind jetzt fast alle weg. Dann wollte ich euch noch zeigen, das Leindotteröl. So sieht die Flasche in echt aus. Muss man auch sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da so gut bestellt, aber wir werden momentan so krass überrannt, das ist echt der Wahnsinn. Auch die sind noch nicht beklebt, ist ja alles Handarbeit, müssen wir alles von Hand bekleben. Das sind die kleinen. Genau, ist nur noch Leindotter, Raps müssen wir dringend nachpressen. Und genau, hier liegen die T-Shirt-Rohlinge, da oben sind die Tassen. Und in Zukunft wird es in Sachen Druck wahrscheinlich aber was Eigenes geben, weil wir einfach wollen, dass ihr innerhalb von...
ein, zwei Tagen euer Produkt habt, weil im schlimmsten Falle, wir fahren immer montags das Ganze zur Druckerei und können donnerstags das aus dem Druck holen. Im schlimmsten Falle wartet ihr also, sagen wir mal, ihr bestellt Montag mittags, dann wartet ihr 10 Tage, bis euer T-Shirt kommt, weil wir dann erst in den nächsten Druck in der nächsten Woche erst reinkommen. Und das ist mir persönlich zu lange. Wenn ich was bestelle, ich möchte das in 1-2 Tagen haben. Es ist nicht darum, ob es wirtschaftlicher ist oder nicht. Also wirtschaftlicher ist das hier. Also dahin zu fahren, das abzuholen, alles drum und dran. So, ist gerade ein Mitarbeiter hier durchgelaufen. Also wirtschaftlicher ist sicherlich die Variante, das drucken zu lassen. Alles drum und dran ist im Ort. Aber es ist die Sache, ich bin selber damit unzufrieden, dass einige darauf 10 Tage warten müssen. Damit bin ich echt nicht zufrieden. Also die Leute wollen es in 1-2 Tagen haben. Also machen wir uns gerade Gedanken, wie wir es selber realisieren, auch mit dem Druck. Also wir wollen es auch direkt auf die Shirts drucken. Das ist keine leichte, günstige Sache. Das ist extrem teuer, dieses Verfahren. Aber wie gesagt, ich möchte einfach, dass die Leute innerhalb von Kürze ihr Paket erhalten. Mit dem Öl sind wir jetzt bei. Wir haben Behälter geordnet, dass wir mehr pressen können, dass wir länger pressen können, auch jeden Tag, weil das Problem ist, wir pressen sozusagen, dann müssen wir 2 Tage warten, bis das abgesetzt ist, dann füllen wir ab, dann haben wir wieder Behälter. Wir haben aber auf die Behälter so lange gewartet, das ist Edelstahl, ist alles schwierig zu bekommen. Flaschen haben wir nachgeordert, wir haben 3 Paletten Flaschen jetzt als Reserve, wir haben erst eine halbe verbraucht, aber das war mir wichtig, nicht, dass im Winter das mit dem ganzen Gas und so von vorne losgeht, da haben wir nichts. Also wir haben schon mal 3 Paletten auf Vorrat gekauft und auch Shirts kaufen wir jetzt bald demnächst. Es gibt jetzt auch bald viel, viel mehr Hoodies. So, genau. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ach so, genau. Das ist auch der Grund, warum ich gerne ungern in der Filme. Hier laufen immer ständig irgendwelche Mitarbeiter, irgendeiner will was von einem, auch auf dem Hof. Also das macht es einfach anstrengend zu filmen, ständig zu stoppen, da weiß man nicht mehr, wo man war. Was ich euch noch sagen wollte, was ich euch noch erzählen wollte. Nachdem wir das Ganze hier gedroschen haben, dann machen wir eine Probepresse. Seht ihr, da war wieder der Nächste, der die Tür auch nicht schließt. So, also, dann machen wir eine Probepressung, dann geht das Ganze ins Labor. Da haben wir jetzt beim Linedotter zum Beispiel 4 Wochen gewartet. Nach 4 Wochen bekommen wir die Laboranalyse. Die können wir dann hier aufs Etikett füllen. Und danach, also beziehungsweise das Design ist ja im Prinzip fertig, schon auch für alle anderen Sorten, die jetzt kommen werden. Aber dann wird das im Design hier ergänzt. Das heißt, hier, das können wir dann ausfüllen mit ungesättigten Fettsäuren, Omega, Kohlenhydrate und. Den Rauchpunkt lassen wir auch ermitteln. Der steht dann immer bei uns auf der Seite, fürs Produkt, ob es bratgeeignet ist oder nicht. Dann geht das Ganze hier in den Druck und dann können wir das sozusagen verkaufen. Also wir brauchen ungefähr 4 Wochen. Also das hier auszufüllen und den Druck zu geben, ist nicht schwierig. Das dauert ungefähr 3 Tage, dann kommt das aus der Druckerei. Auch hier im Ort lassen wir es machen. Und dann haben wir das Produkt fertig. Und das machen wir für jedes Öl. Und jede Beprobung hier kostet 450 Euro brutto. 450 Euro und dann können wir das im Prinzip verschicken. Das hat einen Rauchpunkt von 196, das heißt, könnt ihr auch braten, ist natürlich ein bisschen teuer zum Braten. Und das Rapsöl hat 234, könnt ihr sogar frittieren mit. Genau, das machen wir für jedes, damit ihr so ein bisschen das nachvollziehen könnt. So, das wollte ich noch erzählen, das war's.